Ich grüße euch, Kinderz, und heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Grandia. Im letzten Part sind wir von dem Gott gesegnet worden, indem wir seinen Nektar geschlürft haben. Das klingt etwas pervers, aber das stört uns nicht. Und vor allem im letzten Part war ich so behindert. Ich hoffe, dass es nur im letzten war. Im vorletzten habe ich bis jetzt nicht gesehen. Ich hoffe, dass da das irgendwie klar ging. Hab aber die Befürchtung, dass dem denn irgendwie nicht so ist. Weiß ich noch nicht. Wird sich zeigen. Nächstes Mal wieder tausendmal gucken, wenn man das Mikro einsteckt, wa? Ja, wollen wir mal der Armee auf die Mütze hauen? Die haben uns gefunden. Die wollen diesen Lichtgott, die Ikone da oben auf dem Gipfel mitnehmen. Nicht mit uns. Nicht jetzt. Hauptmänner, ich glaube, die hatten wir im Zug schon. Ganz normal, ich glaube. Das. Ja. Außer dem hier nicht viel entgegenzusetzen haben. Vielleicht kommen sie mal zu ein, zwei Angriffen, wenn wir es nicht unbedingt drauf anlegen, die so schnell wie möglich zu besiegen. Aber darum geht es ja auch nicht. Wollen ein bisschen Punkte wollen wir auch schon mitnehmen hier. Weiter unser Wind erhöhen. Denn ich glaube, da fehlt nicht mehr viel für eine neue Attacke bei Justin. In der Zauberstufe 2. Ah, was sieht der? Oh, das zieht er überhaupt nichts ab. Ja. Fehler kriegt einen auf den Deckel. Ah, gut, der hat es nicht weiter geschafft. Oh, aber wieso kriegt Zu so wenig Schaden? Das war, glaube ich, bei beiden der Zähler. Der Counter praktisch. Und der hat jetzt nicht so wirklich großartig Schaden gemacht. Oh, bringt nur wieder so wenig Erfahrungspunkte. Und für Zu reicht es noch nicht. Nicht mal mit einem weiteren Kampf. Wollen wir mal schauen. Wo kommen die nächsten? Jawohl. Ja, da fehlen durch. Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe gleich den zweiten Kampf da mitgemacht. Yay! Zu erreicht. Level 11. Stufe 11. Wie man es auch sagen möchte. Ja. Ihr Hauptmänner. Wer kommt jetzt? Kommen auch andere? Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube aber ja. Es gibt hier nämlich nicht nur Hauptmänner. Aber hier offensichtlich noch nicht. Alles klar. Dann nehme ich mal den Kampf auf, weil ich jetzt hier nicht rausschneiden möchte. Ah, Fena hat gerade Schlummer gelernt. Können wir es, glaube ich, auch einfach mal einsetzen. Haben wir ja bis jetzt noch nicht gesehen. Die Attacke. Nochmal graben. Mal schauen, was sie drauf haben. Die Attacke kann einschläfern, wie wir gesehen haben. Einer ist schon wieder nicht eingeschlafen. Kriegt er halt so auf die Mütze. An seiner Stelle hätte er vielleicht doch lieber einschlafen sollen. Naja, kann man nichts machen. Weiß gar nicht, wie viel Beben auf die abzieht. Habe ich, glaube ich, aber im Zug schon mal gemacht. Auf die. Oder nur auf die normalen. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sind sie wieder wach. Und hauen wieder kräftig zu. Alles klar. 24 geht noch in Ordnung. So. Ja, den richtigen gewählt. Der ist dann auch hinüber. Und da kommt Fena nochmal dran. Und dann ist er auch besiegt. Kriegt einen harten Peitschenhieb. Eigentlich sollte er sich drüber freuen. Muss er sich das hier nicht mehr angucken, wie wir die ganze Zeit seine Kollegen auseinandernehmen.
glaube, ich heile mal fix. Denn zu, naja, 24 Schaden ist dann doch schon nicht ganz ohne. Und das, wenn das jetzt noch zweimal passieren würde, wer weiß aus welchem Grund auch immer, das wäre echt nicht schön anzusehen. Und da sind wir auch schon oben an der Spitze angekommen. Außer dem Kampf, wo ich am Anfang geschnitten hatte, war hier nichts mehr. Was soll's? Wollen wir mal hoch. Mal sehen, was wir hier machen können. Der Gott des Lichts. Aus der Luft, diese Schurken, sie schleppen die Statue weg. Wir müssen sie aufhalten. Ja, was machen wir hier? Was? Okay. Das ist... Ja. Es ist etwas... Etwas... Also mir fehlen die Worte. Fener Schwester. Gehört also zu den gleichen Typen, die hier die ganze Zeit nur Scheiße bauen. Justin kann 80 Meter weit springen. Aber er ist entschlossen, sie nicht gehen zu lassen. Geisterstein? Offensichtlich hat diese Statue etwas... mit dem zu tun, was auch wir in unserer Tasche haben. Und da ist auch schon offensichtlich verbindet sich der Geisterstein damit, wenn sie nah genug dran sind. Schade nur, dass das falsche Ende abgebrochen ist. Bringt uns nämlich den Geisterstein auch nicht zurück. Traurig, aber wahr. Ja, und jetzt... Ah, der Nebel ist wieder dicht geworden. Na, jetzt... ist es natürlich so, dass die Armee weiß, dass wir auch den Geisterstein haben. Offensichtlich sind sie jetzt also auch hinter uns her, denn die Suche nach dem Geisterstein zeigt, scheint ja bei denen ein höheres Ziel zu sein. Ah, was sollen wir machen? Ja, das Dorf, ach, wir werden doch nicht enttäuscht sein, wir haben nur alles getan, was ging. Und wenigstens die paar Brocken können wir wiederholen. So zu etwa 70%, wer sich dran erinnert. Wir haben es leider nicht geschafft. Noch nicht mal die Hälfte. Gut. Dass wir dafür gekämpft haben. Die sind uns trotzdem... Wir kriegen... Wir können also... in den Nebelwald ab jetzt. Die Nüsse sollten uns dabei sehr behilflich sein. Und wir haben eine Art Umdenken... in das Dorf Luke gebracht. Auch nicht schlecht. Ja. Es scheint wohl wieder Abschied zu sein. Diese Musik ist uns bekannt. Ich glaube, das erste Mal kam sie
als Sue nach den Leckminen nach Hause geschickt wurde, danach, als wir uns zum Boot begeben haben. Das heißt, Abschied von diesem Dorf Luke. So eine musikalische Klammer vielleicht, wenn das so heißt. Die Gegner sind wieder da. Das heißt, wir sehen uns in Dorf Luke wieder. Also bis gleich. So, und da sind wir hier auch schon angekommen. Für euch eine relativ kurze Reise, vielleicht mal die ein oder andere Attacke erlernt, das ein oder andere Level aufgestiegen, aber sonst an sich ja nicht weiter viel. Die Frage ist, wo geht's hier jetzt zum Nebelwald? Da würde ich ja doch schon ganz gern hin. Mann, so viele Wege kann das Dorf doch gar nicht haben. Ja, sind wir richtig, oder was? Was sagst du? Ja, durch den... Alles klar. Wir wissen Bescheid. Der Nebelwald steht uns bevor. Und dann kommt schon das Ende der Welt. Ein Speicherpunkt. Aber brauchen wir erstmal nicht. Erstmal die Nuss werfen. Bin ich mal gespannt, was sie bringt. Weil ich finde die Nebel jetzt auch schon ganz okay. Ja, obwohl doch. Es ist doch schon deutlich angenehmer. Keine. Ja, komm, Fener, du hast recht. Lass uns losmarschieren. Tipp, hat der einen Tipp? Kompassrichtung. Okay. Warum zeigt er uns das gerade in diesem Wald an? Ja, der ist schon ziemlich groß. Geld und eine Kiste. Gehen wir erstmal hier lang. Ich habe nach wie vor Angst vor Hinterhelden. Dann ist hier auch nochmal Geld. Ah, wahrscheinlich auch irgendwo ein Gegner. Okay, halt, stopp, das ist doch wieder Vögel. Oh Gott. Ist das, nee, das ist nicht mehr der grimmige Dunst und der Vogel ist, glaube ich, auch ein anderer. Auf jeden Fall hat die Gaswolke einige KP mehr. Kein Problem für Fener, die hat ja so eine Nebelpeitsche. Irgendwie mehr Angst vor denen. Der Vogel, der kann mich mal. Wie viel? Ach, 11. Na gut. Geht noch in Ordnung, finde ich. Und 87. Punktausbeute ist ganz okay. Muss man dazu sagen. Ist ganz okay. Aber ich nehme erstmal wieder die Keule. Denn der Bogen ist schon ein bisschen voraus. So weit muss das ja nicht sein. So, Schatzkiste. Frage ist jetzt, wo das... Oh, ein zweiter von diesen Tränken.
Was steht uns hier Gefährliches bevor, dass wir jetzt am Anfang schon mal einen zweiten davon bekommen? Wo ist das Geld hin? Oh, da in der Ecke. Na klar. So, da vorne war das irgendwie so ganz komisch. Da möchte ich irgendwie gerade nicht lang. Mal schauen, was uns hier vorsteht. Wieder einer von diesen. Sind aber nur zwei, oder was? Ist aber jetzt kein großartiger Kampf. Die mache ich auch so fertig. Dann müsste die mal besiegen, bevor die überhaupt aus ihren Flaschen draußen sind. Das wäre schnell. Das wäre sehr schnell. So. Ja doch, obwohl 31 Punkte. Oh, das ist schon nicht schlecht. Vor allem, wenn es die dann in größeren Gruppen gibt. Könnte ich gut mit leben. Hier war auch nur Geld. Ja. Ach, die waren wahrscheinlich hier, falls man hier so blöde vorbeiläuft. Ist, denn... Ja... Was denn? Na, was denn, Knöll? Das sind Bäume. Hier sind noch mehr Bäume. Wusste ich's doch. Da will uns jemand hineinlocken. Killerbaum. Klingt sehr vielversprechend, muss ich sagen. Habe ich direkt Lust drauf bekommen. Neuen Attacken, ja. Habt ihr alles gesehen? Ich will mal schauen, was die Brenne macht. Ob das überhaupt schon reicht. Oder ob man doch vielleicht auf Nahkampf gehen sollte. Ja, das zieht sogar viel ab. Mal schauen, was Suso abzieht. Ja doch. Was wollen die denn die ganze Zeit da machen? Was ist das für eine scheiß Nuss? Oh ne, wir werden es sehen. Ringer-Nuss. 13 und Technikstufe minus 3. Technikstufe heißt, glaube ich, so viel wie in der Fortbewegung. Fehlen uns dann da einige Punkte. Also, wir laufen langsamer. Was die Folge hat natürlich, dass wir weniger Weg schaffen. Was natürlich dazu führt, dass wir nach einer gewissen Zeit vergessen, welche Attacke wir hatten. Also wenn der Gegner weit genug weg ist, macht es sogar was her. Da habe ich irgendwie gerade nicht nochmal so spontan Lust drauf. Kombi-Angriff. Klingt noch schlimmer, ehrlich gesagt. Ich habe vielleicht gerade den falschen angegriffen. Aber wir treffen alle, das ist okay. Ja. Das ist okay. Diesmal ging es nochmal gut. Oh, schöne Punkte, ey. Sehr schöne Punkte. Bringen sogar ordentlich Feuererfahrungspunkte. Zu braucht nur noch 1000 Punkte fürs Level. Also, wenn das mal kein Ding sein sollte, hier noch in dem Wald ein Level zu erreichen. Sind doch noch mehr. Sind doch nicht nur zwei. Bisschen Angst, dass sie dann von überall kommen. Ja. Eine Sekunde gesagt. Die waren aber gemein, da konnte man nichts für. Naja, auch mit denen werden wir fertig. So machen wir mal. Ja, den Heuler. Oder? Ja, machen wir einmal, können wir auch die Feuersäule mal machen. Müsste ganz guten Schaden machen, vielleicht sogar reichen. Ich gehe mal eigentlich davon aus, dass es reichen müsste. Hm, wollen wir mal schauen. Nee, natürlich nicht. Aber so, dass sie denn mit jeweils einem Hieb tot sind. Denn hat sie auch ihren Zweck erfüllt. Und wir konnten so natürlich für die beiden Waffen auch nochmal Erfahrungspunkte bekommen. Also eine klassische Win-Win-Situation, wie der Fachmann davon spricht. Ich habe das Gefühl, ja, ich könnte auch mal wieder das Messer trainieren. Vielleicht keine schlechte Idee. Cola, irgendwie sowas. Das ist der nächste.
Wieder nur ein Zweier. Na gut, dann werde ich ab sofort die Kämpfe etwas kürzen. Wenn ich sogar eigentlich überspringe. Gucken wir mal, was der Zufallswurf hier so anrichten kann. Würde ich gerne mal wissen. Denn, oh, die können auch Heuler. Ist ja gar nicht so mein Ding. Mal sehen, was das für einen Schaden macht. Ach. Wieder genug, dass alle zum Zug kommen und zu ihr Coil-Level abholen kann. Erhöhen kann. So, das war das Wert. Das Gesuchte. 24, 6 pro Gegner also. Na gut. Oh, Waffe und Feuer bei Justin mal fix einsetzen. Dass wir da auch nächstmöglichst noch den ein oder anderen Werteboost abstauben können. Denn so richtig geheuer ist mir das hier alles nicht. Die ganzen Gegner, die mal so zwischendurch mal auftauchen. Hier soll ich sehe. Aber hier gibt es ordentlich was zu finden. Wie viel haben wir, waren wir hier schon? 30.000 mal Geld gefunden. Hier geht's auch lang. Ey, was ist hier los? Da ist ein Gegner. Das war wieder der alte, grimmige Dunst. Noch nicht mal die guten alten Gaswolken. Die guten alten. Auf jeden Fall. Ganz leicht zu handeln. Die sind ja schon mit einem Hieb tot. Irgendwie. Ich habe ein bisschen Angst, mich zu verlaufen. Ja, den Trank direkt. Okay, in naher Zukunft werde ich die. Zumindest diese Wegweiser hier benutzen. Also ich glaube, geradeaus hoch geht's weiter. Da links liegt ein Kraut. Da gehen wir mal hin. Würde ich mir schon sehr gerne gönnen. Hier geht's auch weiter, ey. Was ist hier los? Ja, für unsere Zauberpunkte ist gesorgt. Für unsere SP auch. Alles klar. Ich will nicht, dass ich jetzt weitergehe. Ich will noch das ganze Gebiet hier erkunden. Kommen wir hier wieder bei diesem Kompasslauch raus. Bei dem Wegweiser. Ja. Okay, dann haben wir die schon mal erledigt. Baum. Der uns überhaupt keine Schwierigkeiten bereitet. Und ich habe gerade noch gesehen, diese Ringernuss, die die da werfen, die von den Killerbäumen, die ist in der Tat dafür verantwortlich, dass man denn langsamer läuft. Und dann eventuell seine Attacken schneller vergisst. Und man dann praktisch einen Freizug hat. Beziehungsweise einen Zug, der nichts gebracht hat. Freizug für die Gegner. Noch mehr Geld. Ich habe ständig Angst, dass hier unter den Bäumen noch irgendwo einer sitzt, den ich nicht sehe. Mir denn auf den Deckel gibt. Oder ich vielleicht sogar noch. Wieder ein Kinderspiel. Ich glaube, ich hatte vorhin einen Satz angefangen. Als die Bäume kamen. Aber ich habe ihn vergessen. Komisch, komisch. Jetzt bin ich verwirrt. Kommen wir wieder bei dem Kompass raus, dann weiß ich, wo wir sind. Ja, alles klar. Wir kommen also immer hier irgendwie an. Dann können wir auch hier lang gehen. Oder... Nee, nee. Hier war, glaube ich, noch ein... Hier war nichts. Ja. Dann haben wir Nebelwald 1 erfolgreich bestanden. Ich hoffe, ich habe keine großen Sachen hier liegen lassen. Weil die immer unter den Bäumen ein bisschen scheiße sichtbar sind. Über einen Bach. Gegner. Das waren Gegner, die wir vorher noch nicht hatten. Oder hatten wir Nebelwächter schon?
nach den Punkten zu urteilen, hatten wir die schon mal. Kam mir auf jeden Fall gerade komisch vor, aber macht ja nichts. Macht ja alles nichts. Ja, machen wir Fehler. Gar kein Problem. Einmal im Nebelwald chillen. Ich kann auch nicht glauben, dass wir unterwegs im Nebelwald sind. Unterwegs zum Ende der Welt. Und das ist ein echtes Abenteuer. So habe ich mich nie bei der albernen Abenteuern der Abenteuerliga gefühlt. Wie weit weg von Neuparm sind wir wohl jetzt? Was meint ihr? Die Lichter von Luke sieht man nicht. Obwohl der Nebel weg ist, kann ich nicht sagen, wie weit wir gekommen sind. Als wir das Ende der Welt vom Berg aus sahen, wirkte es so nah. Es scheint, wir kommen da nie an. Wir sind sicher schon weit gekommen. Nur noch ein kleines Stückchen. Schaffst du es noch? Ja, das ist ein bisschen blöd, hier so einen Dialog zu lesen. Das ist nämlich, wenn wir mit denen reden, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir mit denen reden müssten, dass das ein normaler Dialog wird, kommt mir irgendwie etwas abgehackt vor. SP erlangt. Ja. So, aber wir haben Nebelwald 1 bestritten, die Armee besiegt, fast die Hälfte des, da ist der Ton, fast die Hälfte des komischen Lichtgottes gerettet. So um die 40% vielleicht. Sind jetzt im Nebelwald 2, werden im nächsten Part Nebelwald 2 und 3 auf jeden Fall machen. So wie ich es auch im letzten Part gesagt hatte. Zwar nicht in dem Part, wo ihr das hören konntet, weil ich zufällig mein Mikro nicht anhatte. Ich hoffe, es ist in Part 14 nicht so. Und dass wir jetzt irgendwie trotzdem weiter vorankommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und verabschiede mich hiermit. Tschüss. Kinnerts.